PC blinkt. Check das Computer. Enter the code. Ich habe vermutlich noch nicht den ganzen Code. Irgendwas 69. Sind das drei Zahlen? Andere Hälfte. Vielleicht finden wir die jetzt in dem Raum weiter. Oh nein. Oh nein, da war. Was war denn das nochmal? Das ist schon so lange her. Ich weiß es nicht mehr, wie das. Man den nicht berühren. Ah ja, oh Gott. Ja, never mind, bye bye. Jetzt hab mich auch knabbert. Oh, falsches Game. I hate it. Ungünstig, dass ich jetzt natürlich den untersten Slot habe. Also grundsätzlich brauchen wir die zweite Hälfte des Papierfetzens und dieser zweiten Hälfte des Papierfetzens kann man hier drüben dann jetzt den Code eingeben. Ich hole mir jetzt noch die Shotgun Ammo. Dann geht's wieder ein Stockwerk weiter. Ding, 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 ding. It's just a normal day. Dum, 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 dum. In high school. Jetzt schon mal hier sein, nehme ich mir noch die Muni von da drüben auch mit. Da war ja noch was. Sonst würde ich mich nur ärgern, wenn es später nicht reicht. Man weiß ja nie. So, als erfahrener Gamer sollte man Munition niemals links liegen lassen. In keinem Spiel. Wobei ich finde, diese einen Zombies jetzt hier mit dem halben Gesicht hier und dem Messer im Kopf, die finde ich eigentlich ganz cool gemacht. Da erkennt man zumindest, was die hier so tun. Also, ob das halt so für Zombies sind. Den Mann, ich wollte jetzt noch schnell speichern, damit ich mir, falls da oben was ist, jetzt das Gerenne spare. Dann speichere ich halt wieder hier. Wenn die hier meinen Schlüpper belagern. Thank you.
Kätzchen. Lovely bunny. Hello. What? Bunny can talk? Yes, I can. Hi. In fact, I'm the elf who is protecting the human. Now there are monsters everywhere. I hope I can help more and more people. You're awesome. You're awesome. Come with me. I'll lead you to find some supplements. Things like ammo and first aid packet. Ja, vertraue. Vertraue allem und jedem, was du triffst. Gott sei Dank habe ich gespeichert. Follow him. Ich weiß genau, dass das... Where are you, Mr. Bunny? Ha. I told you, Mr. Bunny, don't you think there are too many bunnies? Ah, es ist nichts mehr übrig, okay. Aber gut, dafür habe ich ja, genau dafür habe ich gespeichert. Ist halt so offensichtlich, ne? Das ganze Game einfach so. Klar, überall Zombies und irgendwelche menschenfressenden sonstigen Viecher. Und da kommt jetzt plötzlich das helfende Bunny. Ja, ja, you're awesome. Ignore him. Stinky little bastard. Hello? Hi, Kyo. Why do you know my name? Because you are the leading character of this game. We all know about you. Is this really a game? Yes, we are the characters in this game. I'm just an NPC. You can't move and talk. In fact, we are quite envious of you. What can I do? Just keep fighting. And beware of here is a large monster which is eating people. Large monster? Eating people? Yes, be careful. Bye. Ist das der zweite Zettel mit den Zahlen? 4DEFGAH. Ja, ist eine Tonleiter. CDEFGAHC. Door is locked. Okay, jetzt habe ich schon zwei verschlossene Türen. Jetzt zu dem Bunny. Hä, aber wo muss ich denn jetzt hin? Der ganze Dialog jetzt wieder mal. Schaut mir nach vier Zahlen aus. Im Endeffekt könnte man das jetzt einfach durchprobieren. Das wären ja 9 Nummern, die man da durchprobieren muss. 169. 9 Nummern, 169. Okay.
wüsste jetzt spontan nicht, wo ich jetzt sonst hin sollte. Ich habe eigentlich alles abgelaufen die ganze Zeit. Deswegen versuchen wir es mal mit dem Try-and-Error-Prinzip. Vielleicht ist das ja so gedacht hier. Schleife laufen. So. Also 169. Fangen wir mal 2169 an. Error. 3169. Error. 4169. Error. 5169. Error. 7169. Error. 8169. Error. Nein. 9169. Error. 0169. Error. Okay. 1169. Okay, jetzt geben wir die Option aus. Was kommt denn bei Hint? Half of Paper. Ja, das heißt doch, da ist noch ein zweiter Zettel. Welcher Buchstabe sieht, welche Zahl sieht denn so aus? Könnte auch eine 4 sein, ne? Könnte eigentlich nur noch eine 4 sein. Okay, ich probiere es nochmal mit 4. Alle meine Zombies. Komm mit zu mir. Also 1, 4, 6, 9. Error. 2, 4, 6, 9. Error. Komm schon. 3, 4, 6, 9. Error. 4, 4, 6, 9. 5, 4, 6, 9. 6, 4, 6, 9. 7, 4, 6, 9. Jetzt geben wir wieder langsam die Option aus. Und die letzte. 7, 4, 6, 9. Ach, fuck, ey. Weiß ich aber irgendwie auch nicht, ne? Also ich speichere jetzt mal hier.
Und ich glaube, das Rätsel mit der zweiten Hälfte des Zettels gebe ich mir beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis dann.